Oh Gott. Nee, ich hab keinen Bock mehr auf euch. Lass mich in Ruhe. Da kommt schon auf mich. Sofort mal speichern. Immerhin habe ich nach über einer Stunde Dinge gefunden. Sanctuary. Warte, wir haben Glück. Wie ist sie denn? Wie ist sie denn? Ich habe ein Namensschild. So. Jetzt passt's. Was fehlen mir denn noch für GFs dazwischen? Welche zwei habe ich mir denn nicht klamüsert? Moment. Also Cerberus Hammer, Pandemonia Hammer, Leviathan, Karbunkel Hammer auch, Brothers Hammer, Siren Hammer, Diabolos, Ifrit, Quetzalcoatl, Shiva, Siren. Und Alexander dürfte. Also das mit Level 25 ist Pandemona. Cerberus ist das Vieh mit den drei Köppen. Alexander Hammer auch. Das ist die Rüstung. So. Kaktua kriegen wir erst, wenn ich Ragnarök bekomme. Für Doomtrain brauche ich ein paar Items vorher. Und ich glaube, für einige Orte, wo ich die Items herkriege, brauche ich tatsächlich Ragnarok. Für Bahamut brauche ich Ragnarok. Odin Hammer. Gilgamesh kriegt man, wenn Odin stirbt. Eden kriegt man halt auch erst mit Ragnarok. Das passt dann. Und alle anderen sind dann halt irgendwie auf so kleinen Minigames. So. Aber wir haben bisher einen Großteil der GFs. Finde ich, ist sehr gut für meine Verhältnisse. So, dann koppeln wir doch mal. Wir hatten jetzt hier die meisten GFs. Vier. Vier. Drei. Na, dann wissen wir doch, wer Sanctuary bekommt. So, jetzt koppeln wir noch ein paar Zauber, um einfach mal... Oder auch nicht. What the hell? Senkt den Monster-Level. Finde ich cool. Ah, das ist doch etwas, das muss ich mit einem Kampf machen. Nee, finde ich doch nicht so cool. Wenn das jetzt so ein automatisches Ding wäre, dann wäre das okay. Mmh.
bei Level Up Magie Bonus plus 1. Autoreflekt macht halt nur Sinn in Kämpfen, wo ich jetzt zum Beispiel weiß, hey, die Person benutzt überwiegend Zauber. Machen wir erstmal den. Das Urteil Sturm Schatten. Handeln. Entfernt negative Zustände. Verwandelt Monster zu Karten. Ja, gut, das wäre gegebenenfalls praktisch, aber nein. Gut, gut. Dann auf geht's. Wir wollten nach Eschter, ne? Jetzt muss ich wieder gucken, wie ich da hinkomme. Orientierungssinn eines Ryogas, ich schwöre. Nee, das ist eine Lösung für Odin. Hatte ich nicht vor uns noch eine... Ach, hier hatte ich. So. Esther. Wo ist denn hier das Esther? Ach, da. Da muss ich. Ich muss in Richtung Fisherman's Horizon. Okay. Okay. Ich muss jetzt also Richtung Levure. Ich will nicht aussteigen. Wer auch auf die Idee gekommen ist, den Vorwärtsgang auf Viereck zu schalten, gehört eigentlich erschlagen. Okay, hier haben wir Fisherman's Horizon. Das heißt, ich muss hier irgendwo mal in den keltlichen Ländern einen Einstieg finden. So ein kleinen Strand, ein Sandstrand oder so muss es ja nicht mal unbedingt sein. Aber so ein kleiner süßer Strand wäre schon ganz okay. Ganz okay-doki wäre der. Irgendwann kann ich die Musik nicht mehr hören, ich schwöre. Ich schwöre, voll konkret kann ich Musik da nicht mehr hören. Nix Sandstrand? Nix Sandstrand? Da Sandstrand. Aber nix Sandstrand mich führen zum Ziel, nicht? Müssen sehen. Müssen sehen, ob Sand... Nein, nix führen dahin, wo ich will. Ich glaube, der schlimmste Ohrwurm ist folgender. Schlimmste Ohrwurm, den man haben kann. Den ganzen Tag über, auf Arbeit. Oder die Melodie von Tetris. So, da war kein Einstieg. Nee, bringt mir nuscht. Oh, mir wird schlecht. Ich hoffe, ihr habt keine Motion Sickness hier bei mir. Das tut's mich sorry. Tut's nicht. Wie das auch bei euch bei mir einlasst. Darauf, dass ich nicht fahren kann. Ich kann alles, aber nicht richtig Auto fahren. Da komme ich doch so über dieses kalte Gebirge dahin, wo ich hin will. Ich glaube nicht mehr. Hier sagt er ja immer, oh no, hier ist Instrumente spielen verrückt. Und dann kann ich hier nicht mehr gerade fahren, weil die Instrumente spielen verrückt. Oder muss ich da sogar hierher?
Nee, scheinbar muss ich doch nicht hier hin. Dachte ich, kann hier. Naja, gut, dann halt nicht. Aber ich muss da hinten halt hin, ne? Aber es bringt mir nichts, wenn ich hier nicht durchkomme. Oh. So, das war der Drabia-Garten. Könnte höchstens versuchen. Ne, das ist ja nur die kleine Mini-Insel, auf die ich dann rübersetze, ne? Wow. Die Instrumente spielen perfekt. Ich bin doch nur hier rüber. Muss mal gucken. Ich habe zwar eine Karte, ne? Karte ist immer schön, aber eine Karte, die ist lustig, eine Karte, die ist schön. So, ich da. Will mal bitte den kompletten Walkthrough sehen. Ach, überall diese scheiß Werbung. Fick dich ins Knie, Werbung. Disk 3. So, wir sind ja auf Disk 3. Weg nach Esther. Wir haben noch ein bisschen was auf Disk 3 vor uns. Also sind noch nicht die Hälfte durch bei Disk 3. Yep, ich zock auf der PS4. So. Ach, ich muss wirklich direkt zum... Okay. Ich muss zum Fisherman's Horizon. Wer hätte es gedacht? Naja, gut. Dann muss das halt so sein, ne? Müssen wir halt hier in die Richtung mal fliegen. Also, surfen. Irgendwo hier war ja der Fisherman's Horizont. Nee, das war er nicht. Wo teilt er denn hier die Welt in zwei? Da teilt er die Welt in zwei. Oh, ich glaube, das ist unser Mietauto, was da steht. Das steht immer noch da. Ich bin entsetzt. Ich glaube, ich bin auf der falschen Seite des Fischermanns zu reißen. Definitiv die falsche Seite. Yep, 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 yep. Schön, dass man sich nur das... Hi, Odin. Ich hätte dich vor uns gebrauchen können, Kumpel. Jetzt hätte ich dich nicht gebrauchen können. Das war jetzt easy peasy lemon squeezy. Ah, okay. Wer bin ich, dass ich mich beschwere? Nicht Betamassen? Ach, am Zeit. Thank you.
Das war ein bisschen schnell. Sorry, Freunde. Ich kann zurzeit an nichts anderes mehr denken. Ach ja, diese toxische Beziehung zwischen Rinoa und Squall. Bah. Etwas weit, aber es wird schon. Und schön, wie hier die Abblende immer kommt, indem es einfach ein bisschen dunkler wird. Damals hat man versucht, kreativ zu sein. Verdammt weit. Hab nie gedacht, dass es so weit ist. Was tue ich hier eigentlich? Nach Ishtar gehen, um Elione zu suchen. Es gibt keine Garantie, dass dann alles gut wird. Trotzdem bin ich hier. Irgendwie habe ich mich verändert. Was die anderen wohl jetzt machen? Ob sie über mich lachen oder wütend auf mich sind? Was meinst du? Um ehrlich zu sein, ist es mir sehr wichtig zu wissen, was andere über mich denken. Aber ich hasse mich, wenn ich so denke. Daher will ich nicht, dass jemand in meine Nähe kommt. Ich wollte meine innere Seite immer verbergen. Skipper ist unfreundlich und kaltherzig. Wenn die anderen so denken, komme ich besser zurecht. Das bleibt aber unter uns, verstanden? Betrogene Bewusstlose. Wie liebevoll. Devi. Das hat ja ewig gedauert. Schläft unsere Prinzessin noch? Vielleicht wacht sie auf, wenn ein Prinz sie küsst. Seid ihr hergekommen, um mir das mitzuteilen? Du willst nach Ishtar, richtig? Wir kommen mit. Wir sind Edeas Wachen. Wann ist denn die auf unser Schiff gekommen? Lass uns jetzt los, Skipper. Ich bin noch nie dahin zurückgekehrt. Wie ist denn die? Wann? Wieso? Wie kommst du? Mama! Wir sollten jetzt los. Was wollt ihr in Ishtar? Ich werde Professor Odyne aufsuchen. Professor Odyne? Den Namen kennst du doch, oder? Nein. Erzähl mir mehr über ihn. Die Marke Odyne ist weltweit weltbekannt. Die Zauberartikel wurden von diesem Mann erfunden. Außerdem sagt man, dass er alles über Hexen weiß. Okay, und was wollen wir bei ihm? Artemisia lebt noch in mir. Sie kann mich jederzeit wieder kontrollieren. Dann werde ich wieder zum furchterregenden Wesen. Ich will noch leben. Ich will mich nicht zerstören. Wenn möglich, würde ich auf die teuflischen Kräfte verzichten. Möglicherweise kennt der Professor eine Methode. Vielleicht kann er mich retten. Verstehe. Dann gehen wir alle nach Ishtar. Bin einen Schritt gegangen, nicht mal. Sie sind wieder hier. Sie haben die Umgebung gecheckt. Wie geht's, Skipper? Schläft Devi noch? Sie sieht sie nicht süß aus, wenn sie schläft? Echt, das ist das so...
Entschuldigung, wenn ich das sage, aber das ist, was ich an Final Fantasy 8 so nervig finde. Diese forcierte Beziehung. Skipper, also Squall, ist eigentlich der Typ, der von Devi Null wissen will, also von Rinoa. Und alle so, ja, du musst mit ihr zusammenkommen. Das ist dieses forcierte, ihr müsst zusammenkommen, ihr seid füreinander bestimmt. Und oh, kotzt mich das bei Final Fantasy 8 an. Das hat überhaupt nichts Natürliches an sich. Die Tatsache, dass er sich jetzt solche Sorgen um sie macht, wirkt überhaupt nicht natürlich und aufrichtig. Ah, toxischste Beziehung ever. Die Frage ist, wie wir nach Eshtar kommen. Hey, nicht rot werden. Hey, ärger ihn doch nicht. Eshtar ist auf diesem Kontinent, richtig? Und der Staat soll doch riesengroß sein. Der Witz an der Sache, dass wir nichts von Eshtar gesehen haben. Rein gar nichts. Ja genau, Rinoa läuft ihm die ganze Zeit hinterher. Sie ist die Einzige, die Gefühle für ihn hat. Aber das beruht nicht auf Gegenseitigkeit. Sie nötigt ihn die ganze Zeit. Und als er ihr eine flanken will, ist das für sie scheinbar auch komplett okay. Und alles immer, hey, du musst Rinoa retten. Hey, seid doch ein bisschen netter zu Rinoa. Hey, sieht sie nicht süß aus? Du musst sie süß finden. Hehehe. Oh Gott. Wieso grenzt der Bieler Haufen hier? Im Norden und im Süden war nichts. Vielleicht im Osten was. Und der einzige Grund, warum Squall sich auf die Scheiße einlässt, und warum Squall überhaupt jedes Mal Rinoa den Arsch rettet, ist entweder, weil er sich denkt, scheiße, sie ist mein Boss und ich muss sie gerade beschützen. Oder weil er sich denkt, scheiße, die anderen zwingen mich dazu, sie zu retten. Ist ja jetzt genauso wieder wie mit Fon, der sagte, aber passt gefälligst auf, dass Rinoa nicht nochmal was passiert. Wo ich mir denke, Alter Leute, mach den Scheiß doch selber! Ah, so, bisschen abgerandet. Ja, hier haben wir eine Kalkwand. Ich sehe hier keine Stadt. Ich sehe da hinten ein Flackern. Das wird eine lange Reise. Keine Sorge. Wir werden dich beschützen, egal was auf uns zukommt. Naja, ich glaube, so ganz bin mir nicht sicher, ob er wirklich checkt, dass Rinoa ihn liebt oder ob es ihm nicht einfach nur just egal ist. Weil er sie einfach nur nervig findet. Wobei ich sagen muss, bei 90% der JRPGs fühlt sich trotzdem so eine Liebesbeziehung, die sich entwickelt, wesentlich gesünder an als bei Final Fantasy 8. Abgesehen von Final Fantasy 10, das ist einfach nur... Naja... Wenn man sich so die ganze Story dann anguckt, auch die Light Novels, die es dazu gab, naja... Da bekommt man so langsam das Gefühl, die Macher von Final Fantasy können einfach keine Love Stories erzählen. Danke, Cell. Aber ich bin nicht hier, um beschützt zu werden. Solange ich Edea bin, ist alles in Ordnung. Aber sobald Artemisia wieder in mich dringt, steht ihr? Ich bitte euch, mich zu... Nee, ich kann auch keine natürlichen Liebesgeschichten schreiben. Ich habe so voll die Klischeekiste, die ich da immer raushole. Was macht ihr für Gesichter? Wir sind hier, um zu kämpfen. Wir sind doch unterwegs, damit wir glücklich werden. Eine solche Mission hatten wir noch nie, also Kopf hoch. Jemand hat einmal gesagt, wenn man vom Teufel spricht, kommt er wirklich und holt dich. Vielleicht bin ich abergläubig, aber seid nicht so pessimistisch. Sagt gerade Squall, der Pessimist schlechthin.
Es gibt übrigens diverse Cheats, also für die PS1-Version gab es diverse Cheats. Da konnte man dafür sorgen, dass Edea im Kampf gegen Artemisia dann mit dabei ist in der Truppe. Sehr witzig. Ach ja. Haben wir gerade jemanden dabei, der Wünschelrute hat? Ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier kämpfen kann, aber auf alle Fälle komme ich nicht an diesen blöden Drawpoint. Ja, kämpfen komme ich auch. Ja, ist okay. Krapschefinger. Nehmt die Patschehändchen da weg. Ist sicher das eiskalte Hund hier. Macher haben doch da die Items von dem Legal Cocktail, hab ich gedacht. Oh ja, kalte Patschehände wollen wir. Fällt mir ein. Warum drücke ich mal die falsche Taste? Sollte man vielleicht gucken, was Sanctuary gerade so für Fähigkeiten lernen kann. Ja. Oh, das ist auch geil. Sanctuary wird mein Liebling. So. Sanctuary, du hast es gehört. Du hast es hier als erstes gehört. Du wirst mein Liebling. Du hast tolle Abilities. Oh, vor uns die kalten Patschehändchen jetzt die Fresse oder was? Vor Scham in den Boden versunken. Okay, der braucht nicht mehr lange. Hier haben wir schon den neuen. P40, machen wir mal mit. Does whatever Spider-Man does. Spider-Man. Autotrank finde ich jetzt persönlich nicht so geil.
würde hier eher mal auf Stärke gehen. Stärke ist immer cool. Stark sein ist mega. Vorsicht. Okay, Angriffe von hinten werden vermieden. Das ist sehr erwünschenswert. Beleben finde ich ja auch ganz geil. Ja, das ist dann erst halt eine In-Kampf. Und wenn das dann die Person hat, die dann tot ist, ist das halt auch nicht nützlich. wir können erstmal auf hier anfeuern gehen. Und Stammkunde finde ich cool wegen Raritäten. Ach, ich komme nicht an die Draw Points. Ja, und nun?